Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Eine Eutera, eine Wartesfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ja Leute, was ist passiert? Das Float Magazin hat ein Porträt von Johannes Lee zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir den nicht alleine tun kann, sichere ich mir mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich hier in der Videobeschreibung, also Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort drüber rauskommt. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus am Brückenkanal, als auch den Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr meine Comics da übergeben könnt, als auch den Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel, und es wird ein zweiseitiges Porträt sein: Zweite Chance für Johannes Lee. Fange mich lang drum rum. Los geht's. Letztes Jahr wollte Johannes Lee als jüngster deutscher Segler um die Welt segeln. Jetzt startet der Autist mit einer neuen Kampagne. Nach seinem ersten, in Anführungsstrichen, vergeigten Projekt einer Weltumsegelung will Johannes Lee nun neu anfangen. Mit 18 Jahren war das Heimkind aus Erfurt im Juni 2022 wie ein Komet auf Facebook erschienen und schaffte es, die Community innerhalb kurzer Zeit zu spalten. Die einen waren dem jungen Segler zugetan, die anderen zerrissen ihn mit in ihren Kommentaren. Dem Algorithmus der Plattform gefiel das. Die Reichweite des jungen Mannes stieg in kürzester Zeit gewaltig an. Sein Ruf tat das nicht gut. Ja, wenn sein Ruf damit nicht gut getan wird, und die Reichweite stieg in kürzester Zeit gewaltig an, im negativen Sinne, dann hat es natürlich den sogenannten Drachenlord-Effekt. Also, naja, ihr kennt es ja, Leute. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Weiter geht's. Johannes Lee wollte als jüngster Deutscher die Welt umsegeln. Er brauchte dafür ein Schiff und Geld und suchte es auf Facebook und anderen Plattformen. Im Internet fand er für 8000 Euro eine 9,50 Meter lange Yole aus den Anfangszeiten der GfK-Rümpfe, einen Nantucket Clipper 32. Er taufte das Schiff Parva Navis und machte es mit Unterstützung einiger Firmen und privater Unterstützer in nur 10 Monaten seefertig. Auf Facebook dokumentierte und postete er den Fortschritt fleißig. Ja, damit wird man ja auf jeden Fall ernst genommen. Aber es geht ja noch weiter. Die Stimmung kippt. Johannes Lee trat mit einer Werfe im Netz auf, die vielen nicht gefiel. Er kommentierte kritisch bis dreist, mischte sich ein, war überall präsent, sein Ton scharf. Er schlug Kommentarschlachten mit seinen Kritikern zwischen Wissen und jugendlichem Leichtsinn. Es ist erstaunlich, mit wie viel Ablehnung manche Menschen auf den jungen Mann reagierten. Er hatte etwas, was viele aus der Deckung lockte. Die Stimmung verschärfte sich. Was ist das für ein Mensch, der so schnell so viel Kritik auf sich ziehen kann? Ja, und ich bin mal gespannt, ob ich Kritik von ihm unter diesem Video bekomme. Wenn er YouTube hat. Na, weiß es ja nicht. Johannes Lee hat eine Behinderung. Er hat Asperger-Autismus. Erstens mal, Autismus ist keine Behinderung. Und zweitens, hat klingt so, als hätte er sich seine Diagnose erworben. Und drittens, mit Hans Asperger, dessen Name auch bei Asperger-Syndrom erscheint, wollen wir auch mittlerweile nicht mehr in eine Verbindung gebracht werden. Aber es geht leider noch weiter, Leute. Das Asperger-Syndrom ist eine Variante des Autismus und eine neurologische Entwicklungsstörung. Oder wie dieser Satz heutzutage richtig heißen sollte, das Autismus-Spektrum ist und bleibt eine Superkraft. Weiter geht's. Festgestellt wurde diese Einschränkung bei ihm im Alter von 10 Jahren. Und ich bin der Meinung, das ganze Magazin ist seit 10 Jahren eingeschränkt. Keine Ahnung, ob dieses Magazin schon seit 10 Jahren existiert. Ist doch egal, Leute. Ist doch
Vollkommen Kaffee Latte jetzt gerade. Weiter geht's. Der Junge mit chinesischen Wurzeln wuchs in einem Kinderheim auf. Sein Behindertenausweis bestätigt ihm einen Grad der Behinderung von 80. Merkmale von Asperger-Autismus sind Schwierigkeiten in sozialer Interaktion und Kommunikation sowie Unterschiede bei der Wahrnehmung und Reizverarbeitung. Ja. Die gleichen Klischeesätze wie immer. Hat er selbst auf sowas auch mal reagiert? Würde ich gerne mal wissen. Vielleicht beantwortet er das unter dem Video. Mal gucken. Wer weiß, ob er auch YouTube hat. Auch bei Johannes Lee wirkt sich seine Behinderung auf die Sprachkompetenz aus. Autismus ist keine Behinderung. Meine Güte. Weiter geht's. Er ist ein kluger junger Mann, der aber oft nicht durchschaut, was andere Menschen meinen, wenn sie etwas sagen. Er kann nicht zwischen den Zeilen lesen. Ein besonderes Manko, wenn man in Social-Media-Kanälen unterwegs ist. Ich bin einfach ins Netz gegangen und habe gepostet. Durch meine Behinderung konnte ich viele Kommentare nicht einordnen und habe mich mit Menschen angelegt. Mit meinen 18 Jahren dachte ich, ich müsse Dick auftragen, um gesehen zu werden. Also, gehen wir von vorne bis nach hinten durch. Statt von hinten nach vorne. Also, Dick auftragen sollte man heutzutage im Netz nicht mehr machen, seit Drachenlord sein Unwesen getrieben hat. Oder noch weiterhin treibt. Man weiß es ja mittlerweile nicht mehr so genau. Wer weiß, ob der Drachenlord überhaupt eine neue Bleibe gefunden hat. Und mit Matchen anlegen, na gut. Das lässt sich sowieso nicht vermeiden. Und Autismus als Behinderung zu bezeichnen, finde ich einfach falsch. Und deswegen lesen wir weiter. Johannes Lieb braucht Hilfe. Die fand er unter anderem bei Mac Conan, der als Werber über viele Jahre eine Agentur leitete und sich mit Kommunikation gut auskennt. Er half Lee, Kommentare besser zu lesen und zu verstehen und unterstützt ihn jetzt bei seiner neuen Kampagne. So kann Lee mit seiner Störung angemessener reagieren. Ich lerne bewusster zu kommunizieren, damit auch das ankommt, was ich vermitteln möchte. Mein Team hilft mir dabei, Kommentare besser einzuschätzen. Autismus ist auch keine Störung. Das Magazin dagegen umso mehr. Weiter geht's. Er habe jetzt gelernt zu unterscheiden, dass Kritik an seiner Projektführung nicht gleichzeitig Kritik an seiner Person bedeutet, erklärt Johannes Lee auf der Boot Düsseldorf am Stand von Transocean, seiner zentralen Anlaufstelle für Blauwassersegler im Internet. Auch hier herrscht Skepsis, denn Lees Auftreten ist forsch und ihm eilt sein Ruf voraus. Aber der junge Segler hat immer noch ein großes Ziel. Mit professioneller Hilfe von einem kleinen Team will ich als erster Mensch mit Autismus eine Hand um die Welt segeln. Oder wie dieses Satz richtig heißen sollte, mit professioneller Hilfe von einem kleinen Team will ich als erster Autist eine Hand um die Welt segeln. Weiter geht's. Mit meinem Projekt will ich auch geistig behinderte Menschen ins Segeln bringen. Aus. Autismus ist keine Behinderung. Und schon gar nicht eine geistige. Weiter geht's. Sie sollen sich mit ihrer Einschränkung nicht ausgegrenzt fühlen. Autismus ist auch keine Einschränkung, aber was ist denn heute los? Mit 10 diagnostiziert und trotzdem... Ganz ruhig, Martin, ganz ruhig. Er sieht es immer noch im alten Muster. Alles gut. Also Leute, beruhigt euch. Ich merke schon, wie die Wut bei euch hochkocht. Er weiß es einfach irgendwie nicht besser. Warum auch immer. Aber es geht leider noch weiter. Irgendwie. Auf seiner Seereise will er deshalb mit Schulen, Organisationen und mit Elterngruppen von autistischen Kindern in Kontakt treten und so mehr auf die Probleme von Autisten aufmerksam machen. Zu seinem Neuanfang sagt Lee, ich habe erkannt, welche Chance ich habe, etwas Richtiges zu machen. Deshalb wollte ich nochmal sauber, nochmal neu anfangen. Als das, was er ist. Ein junger Segler mit Autismus. Oder um diesen letzten Satz richtig zu deuten,
als das, was er ist. Ein junger, autistischer Segler. Weiter geht's. Was lernt man mit Asperger-Autismus beim Segeln? Oder wie diese Frage richtig heißen sollte, was lernt man im Autismus-Spektrum beim Segeln? Autisten haben Probleme mit Situationen, die nicht so leicht zu kontrollieren sind. Die hat man ja beim Segeln sehr häufig, weiß er aus eigener Erfahrung. Die meisten Autisten bräuchten Berechenbares. Die Dinge müssten am besten einer festen Routine folgen. Auf See kann sich jederzeit etwas ändern. Das Unvorhersehbare der See ist auch der Grund, warum sich viele gar nicht vorstellen können, das zu machen. Ich möchte zeigen, dass es trotzdem möglich ist, so die. Und somit, Leute, kommen wir dann auf der zweiten Seite an, die natürlich auch was zum Thema Autismus zu tun hat. Sonst hätten wir das ja weggelassen, aber anscheinend will das Magazin nicht anders und wir sollen trotzdem weiterlesen. Tun wir dann auch. Und da ist sogar auch eine... Was war das? War da nicht eine Karte? Ja, protestiert. Ah, jetzt haben wir es. Da war eine Karte. Da werden wir gleich erkunden. Hier ein Zitat von ihm, bevor wir weitermachen. Ich lerne, dass ich Dinge beherrschen, aber nicht vollständig kontrollieren kann. Und nun, los geht's. Ich bin in der Verantwortung, mich um mein Schiff mit all den Hoffnungen, die an diesem Projekt hängen, gut wieder an Land zu bringen. Ich muss lernen, mit den Widrigkeiten, die ich lebe, so umzugehen, dass ich sicher wieder in den Hafen komme und niemand gefährde. Ich muss mein Handeln daran anpassen, weiß er. Ja, auf hoher See hat man eine sehr große Verantwortung. Sonst landet man wie bei diesem einen Kapitän bei Alexander Holt natürlich in einer Menschenmenge, wo er dann abgestochen wird. Erinnert ihr euch noch an diese Folge? Müsste eine der letzten Folgen gewesen sein. Weiter geht's. Johannes Lee ist aber nicht nur Autist, er ist auch ein begeisterter Segler und abenteuerlustiger junger Mann. Er ist gerne einhand unterwegs. Ich persönlich liebe es, auf dem Wasser zu sein. Ich möchte unter Segel die Welt erkunden. Gab es Momente, in denen er im Affekt gerne geflüchtet wäre? Seine Antwort: Nein. Wenn ich so denken würde, dürfte ich kein Boot führen. Ich habe ja auch Verantwortung für die anderen Menschen, die auf dem Wasser unterwegs sind. Ich darf keine anderen Boote gefährden. Der neue Plan. Aktuell sucht Lee ein neues Boot. Sein jetziges ist zu alt und zu marode für eine Weltumsegelung. Er plant, bis zum Sommer ein neues Schiff zu erwerben und es dann zu refitten. Dieses Schiff, das ich jetzt segle, ist in seiner Struktur sehr angegriffen. Es hatte lange keinen Eigner. Ich kann damit nicht über den Atlantik segeln, sagte er nachdenklich. Ich habe mir gerade eine Amel 39 von 1981 angeschaut. Die soll 25.000 Euro kosten. Ich bin ja ein gebranntes Kind. Ich weiß, was so alles schiefgehen kann. Für ein neues Schiff muss Lee erstmal die Mittel auftreiben und es dann hochseetauglich zu machen. Er ist also wieder auf der Suche nach finanziellen Unterstützern. Pro 100 Seemeilen braucht er 200 Euro Sponsoring, hat er ausgerechnet. 20.000 Seemeilen müssen gesponsert werden, also 40.000 Euro seine Bordkasse füllen, bevor es an den Bootskauf geht. Als Gegenleistung können die Sponsoren ein Stück virtuell mitsegeln. Es gibt ja Menschen, die gerne um die Welt segeln wollen, es aber aus verschiedensten Gründen nicht können. Die möchte ich gerne mitnehmen, mit Videos, Live-Schalten und Stories. Wenn alles nach Plan liefe, würde Johannes Lee gerne im November starten. Aktuell liegt er mit seinem Boot in A Coruña, wo er vor wenigen Tagen angekommen ist. Die spanischen Medien haben schon über ihn berichtet. Ich habe mir ein Zentrum für Kinder und Jugendliche mit Autismus angeschaut, erzählt er. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte, ich habe mir ein Zentrum für autistische Kinder und Jugendliche angeschaut, erzählt er. Weiter geht's. Die Spanier sind sehr soziale Menschen, findet er. Hier ist er ein unbeschriebenes Blatt und hat die Chance auf einen Neuanfang. So wie ihn jeder junge Mensch haben sollte. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Also, ein zweiseitiger Artikel über einen jungen Menschen, der zum Thema Autismus immer noch das alte Weltbild hat. Aber früher oder später wird er kapieren, was Autismus wirklich ist. Aber dafür sind unsere YouTube-Kanäle ja auch da.
die natürlich richtige Aufklärung liefern. Und deshalb meine Frage an euch, was hattet ihr zu dieser Meldung, die zwei Seiten enthält? Schreibt es gerne in die Kommentare, um Meinung etc. pp. Als auch so jetzt liken, also wie zu teilen. Als auch den Abo-Button zu aktivieren, damit egal wer es wir verpasst. Und wir werden uns dann mit einem weiteren Outdoor-Aktivitäten wiedersehen. Nicht von mir zum Glück. Aber etwas, was natürlich für unmöglich erscheint. Und was genau es sein wird, das erfahrt ihr erst morgen. Wie immer um 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!